Hallo liebe Hungrige, dieser schnelle Mandarinenkuchen ist, wie ihr gleich sehen werdet, ganz einfach in der Zubereitung, schmeckt lecker aromatisch und passt natürlich wunderbar in die Adventszeit. Zitrusfrüchte haben da erfahrungsgemäß ja einen besonderen Stellenwert, doch man kann ihn selbstverständlich das ganze Jahr über essen. Wir brauchen dafür Mehl, und das darf Weizen oder Dinkel sein, Eier, Zucker, Öl, Vanillearoma, am besten in Pulverform, und Trockenhefe. Allerdings funktioniert der Kuchen auch mit Backpulver, wirkt sich dann auf die Konsistenz aus. Mit Hefe gebacken ist der Teig etwas weicher, hat der Kuchen, wenn er nicht zu lange gebacken wird, auch noch einen richtig weichen Kern. Aber das mag ja nicht jeder, und für eine festere Konsistenz ist Backpulver geeigneter. Außerdem brauchen wir natürlich reichlich Mandarinen, so 10-11 Stück, hängt natürlich von der konkreten Größe ab. Und diese schälen wir auch gleich mal, befreien sie auch weitgehend von der weißen Haut. So, und 2-3 weitere Mandarinen pressen wir gleich mal aus, so dass wir am Ende ca. 100 ml Saft haben. Als nächstes bereiten wir die Mehlmischung vor, geben das Mehl also in eine Schüssel, streuen das Vanillearoma ein, und deswegen ist es eben auch in Pulverform am geeignetsten, und dann ergänzen wir alles mit der Trockenhefe. Anschließend wird alles miteinander vermischt, einfach mit dem Schneebesen, geht ja ruckzuck. Als nächstes geben wir in eine größere Schüssel den Zucker, schlagen dann die Eier dazu, 1, 2, 3, verrühren dann alles miteinander. Auch hier reicht der Schneebesen aus. Dann wird das Öl dazu gegossen und nochmals alles gründlich durchgerührt. Und nun geben wir portionsweise die Mehlmischung dazu, verteilt so auf ca. 3 Portionen. Ihr könnt natürlich jetzt das Rührgerät verwenden. Ich mache es aber wieder nur mit dem Schneebesen. Zum Ende hin, vor allem bei der dritten Portion, ist der Teig am Anfang ein bisschen widerspenstig. Doch das gibt sich dann. Haben wir alles verrührt, brauchen wir nun entweder wieder eine Mandarine oder aber eine Orange. Und ich entscheide mich für diese. Und dann ergänzen wir den Teig mit dem Abrieb der Schale. Nur noch den bereits ausgepressten Mandarinensaft dazu gießen und dann wieder alles gründlich miteinander verrühren. Ich also wie gehabt wieder mit dem Schneebesen. Und damit ist der Teig fertig vorbereitet. Wir brauchen nun eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 18 bis 20 cm. Der Rand wird leicht eingefettet, der Boden mit Papier ausgelegt, und diesen bestreuen wir dann mit einem Esslöffel Zucker. Zum Verteilen die Form noch ein bisschen hin und her schütteln, und dann bestücken wir sie mit den Mandarinen. Und damit es für euch nicht langweilig wird, mache ich das mal im Eiltempo. Und wenn dann am Ende keine ganze Mandarine mehr reinpasst, dann halbiert ihr einfach eine. So, und nun wird der Teig darüber gegossen. Achtet ein bisschen darauf, dass er auch schön in die Zwischenräume läuft. Die Schüssel natürlich auskratzen, wir wollen ja nichts verschwenden. Zum besseren Verteilen die Form noch ein bisschen hin und her schütteln oder kurz mal auf die Arbeitsfläche stoßen. Und dann wird er schon gebacken. Und zwar für 40 bis 50 Minuten. Bei mir war es am Ende 50. Ihr könnt ja auch die Stäbchenprobe machen. Wird nur ein bisschen kompliziert, eine Lücke zwischen den ganzen Mandarinen zu finden. Gebacken wird bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Fertig gebacken sollte unser Kuchen dann so ungefähr aussehen. Wir lösen ihn vom Rand, also kurz mal mit einem Messer ringsherum fahren, nehmen den Rand dann ab und stürzen jetzt den Kuchen. Das heißt, geben also eine Tortenplatte, einen Teller oder ähnliches darauf und drehen dann alles um 180 Grad. Nun den Boden abnehmen und das Backpapier abziehen und unseren Kuchen vollständig abkühlen lassen. In der Zwischenzeit können wir, je nachdem wie ihr dekorieren möchtet, zum Beispiel Orangenscheiben abschneiden und diese halbieren und damit dann unseren Kuchen belegen. Symmetrisch oder auch nicht, ganz wie ihr möchtet, und dann eben passend zur Adventszeit, vielleicht so wie ich mit Rumkugeln oder zum Beispiel auch Dominosteinen belegen. Und schon ist dieser einfache, aber leckere Kuchen fertig, und ich meine, passt eben auch prima in die Weihnachtszeit. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Oreo Cheesecake Plätzchen backen möchtet und dazu vielleicht ein Schlückchen Glühweinlikör trinken wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.